In diesem Video zeige ich euch ein Toastbrot, bei dem ihr Reste verwertet, das total einfach ist, super lecker, ohne Speisestärke, ohne Milch und mit dieser Zauberzutat. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Fangen wir direkt an. Ich habe hier das Mehl. Dazu gebe ich jetzt meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Oben rechts für diejenigen, die noch nicht wissen, wie das geht, verlinke ich eine hilfreiche Playlist. So, dann haben wir eine weitere Zutat, die Lievito Madre. Die wurde so ungefähr vor einer Woche gefüttert, ist oben ein bisschen trocken geworden, das ist aber nicht schlimm. Und ihr seht, die ist richtig aktiv. Wie das Ganze funktioniert, auch oben rechts unter dem i findet ihr da die Playlist. So, und das Tolle an diesem Rezept ist, nicht nur, dass es lecker ist, ihr könnt wunderbar die Lievito Madre Reste vom Auffrischen verwenden. Und meine Familie war super begeistert, kann ich euch versprechen. So, ein Klecks Honig kommt noch hinzu. Alternativ könnt ihr auch normalen Zucker oder Zuckerrübensirup nehmen. Und dann habe ich hier Butter, Salz und inaktives Backmalz. Wie das Ganze funktioniert, auch oben rechts unter dem i. Also ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. So, und das gebe ich jetzt in den Mixer und weil ich Dinkelmehl verwendet habe, dann knete ich das nur so 5 bis 8 Minuten. Nehmt ihr normales Weizenmehl, können das auch 10 bis 15 Minuten sein. So, dann habe ich hier nochmal Mehl, nochmal Hefewasser. Also ich mache das gleiche in einer anderen Variante und zwar mit aktivem Backmalz. Ich wollte noch mal ein bisschen rumexperimentieren und zeige euch hiermit das Ergebnis. Also aktives Backmalz, Salz, Butter. Die Zutaten sind also gleich. Ihr könnt zur Not, wenn ihr das nicht da habt oder auch nicht kaufen wollt, könnt ihr das Backmalz weglassen. Ich verlinke euch nochmal unter dem Video, falls ihr das nicht selber machen möchtet, auch nochmal so Affiliate-Links, wo ihr das bekommen könnt. So, der Klecks Honig darf auch hier nicht fehlen. Und wie ich schon gesagt habe, meine Familie liebt dieses Toastbrot. Also eins unserer Kinder hat gesagt, das ist das Beste meiner Toastbrote. Das nehme ich ja natürlich als persönliche Beleidigung, denn jedes meiner Toastbrote ist das beste Toastbrot. Steht ja gar nicht in Frage. So, hier habe ich eine Texteinblendung, die bitte ignorieren. Ich habe sie nicht mehr rausbekommen, bevor ich euch das Video zeige. Das ist nicht das inaktive Backmalz, das gehörte vorher dazu, das aktive Backmalz. So ist es jetzt richtig. Das bitte ich zu entschuldigen, nicht, dass es zu Verwirrungen kommt. So, auch dieser Teig geht in die Küchenmaschine, wird einmal durchgeknetet. 5 bis 8 Minuten bei Dinkelmehl, 10 bis 15 bei Weizenmehl. So wie immer, am besten nehmt ihr auch Zimmertemperaturbutter, dann geht das auch ein bisschen einfacher. So, und ich fülle das jetzt in andere Gefäße um, denn ich habe das exzessive Backensyndrom. Wenn ich backe, dann immer gleich mehrere Sachen auf einmal und daher brauche ich immer meine Behälter. So, der Teig sieht gut aus, das passt soweit. Ein bisschen reindrücken immer, passt schon. So, jetzt bin ich ein bisschen ins Süddeutsche gerutscht, ne? Es tut mir leid. Also, bleiben wir norddeutsch. So, auch dieser Teig. Das ist jetzt der mit dem aktiven Backmalz und ich bin schon sehr gespannt. Was glaubt ihr denn? Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Teigen später? Lasst euch da wirklich überraschen. So, ich stelle sie zur Seite. Bei Zimmertemperatur lasse ich sie stehen, bis sie sich mindestens verdoppelt haben. Ah, das sieht gut aus. So, oben ist das inaktive Backmalz, was man durch die dunklen Körner erkennen kann, beziehungsweise durch das dunkle Backmalz und unten das aktive. Und jetzt habe ich hier eine gefettete Form. Das ist meine Pyrex-Form, die nehme ich auch ganz gerne für Aufläufe. Das ist so eine alternative Backform hier für mich, statt einer Silikon. Ja, das sieht doch schön aus. Also ich finde, Lievito Madre und Hefewasser arbeiten immer so toll miteinander zusammen. Ich bin auch gerade dabei, nochmal so ein Pfannenpizza-Rezept zu machen. Da werde ich aber kein ganzes Video zu machen, sondern nur so ein Mini-Video, weil die Pfannenpizza habe ich euch ja schon gezeigt. Verlinke ich euch oben rechts. Auch super einfach und lecker. Und da bin ich gleich gefragt worden, wie denn da das Rezept mit Lievito Madre ist. Ich habe da schon mal rumexperimentiert, aber der Teig ist zu sehr, ja, geschwommen, sag ich mal. Also der war extrem weich. Bleiben wir aber jetzt mal beim Toastbrot. Ich falte das jetzt hier so ein bisschen. Das kennt ihr ja schon von mir. Das bewirkt, dass auf der Außenhaut Spannung herrscht. Dadurch geht es schön auf. So, ein schönes kleines Paket. Ach komm,
Machen wir gleich nochmal. Es kann ja nie genügend Spannung geben. Sowohl bei den Broten als auch im wirklichen Leben. Es gibt verschiedene Arten, das Brot jetzt zu falten und da Spannung drauf zu bringen. Könnt ihr euch selber entscheiden. Ich habe mich jetzt in diesem Fall hierfür entschieden. So, jetzt versuche ich noch ein bisschen die Oberfläche glatt zu kriegen. Hier unten, dort, wo die Teige aufeinander sind, guckt, dass das wirklich verschlossen ist, sonst platzt euch das beim Backen auf. Das soll ja nicht passieren. So, bin ich zufrieden? Ah, noch nicht ganz. Moment. Doch. Ab damit in die gefettete Form. Und ich lasse den Teig dann gleich noch mal so circa eine halbe Stunde bis Stunde bei Zimmertemperatur draußen stehen. Kümmern wir uns aber jetzt um den anderen Teig. Den habe ich jetzt erfolgreich rausgeholt und auch der wird wieder ein bisschen plattgedrückt, ein bisschen gefaltet, ganz liebevoll. Und ich kann euch sagen, wenn ihr einmal selbstgemachtes Toastbrot gegessen habt, ihr kauft keines mehr. Und wenn ihr versehentlich mal eins gekauft habt, dann bereut ihr es wirklich ganz schnell. Also uns ist das schon mal so gegangen, dass wir wirklich, weil es nicht schnell genug ging, wir ein Toastbrot gekauft haben. Und meine ganze Familie war sich einig, das war das erste und letzte Mal, dass uns das passiert. Wir backen auf Vorrat, ihr könnt das so in Scheiben schneiden, einfrieren und dann könnt ihr das schön toasten. Ihr könnt es auch im Ganzen natürlich einfrieren, das funktioniert genauso. Dann könnt ihr es im vorgeheizten Backofen so bei 150 Grad. Ich sprühe dann alles nochmal ein bisschen mit Wasser ein, weil das durchs Frieren ein bisschen austrocknet. Und dann wird das wie frisch gebacken. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Also backt das Brot wirklich lieber selber, vor allem das Toastbrot. So und auch hier. Ein bisschen schauen, dass die Oberfläche schön glatt ist. Das ist jetzt das mit dem inaktiven Backmalz. Kann man wirklich ganz toll unterscheiden. So, und die beiden hübschen lasse ich jetzt ein bisschen ruhen. Und ich kann euch gar nicht sagen, es macht so viel Spaß für euch zu backen und auszuprobieren. Hier ist das Ergebnis. Die sehen beide in dem Fall gleich aus. Aber wartet noch mal ab. So, nächster Probiertest. Ich habe mir gedacht, ich werde die jetzt mal so als freie Toastbrote backen. Das heißt, vielleicht habt ihr ja gar keine Auflaufform, keine Kastenform, gar nichts. Seid frisch ausgezogen und wollt aber ein leckeres Toastbrot genießen. Kein Problem. Mit diesem Teig geht das wirklich locker und ich finde sogar ein bisschen schicker als das schnöde, eckige Toastbrot. So, auch hier wieder Falten, Form, ganz wie euch beliebt. Ich finde, die sehen auch so schon toll aus. So, ich forme sie mir jetzt hier ein bisschen wieder. Bringe erstmal Spannung auf das Brot. So, und man kann es auch wieder hier ganz wunderbar erkennen. Hinten, also oben, ist das mit dem inaktiven Backmalz. Das hat immer diese kleinen Pünktchen. Und unten das reinere, sage ich jetzt mal, das hellere, ohne Pünktchen, das ist jetzt das mit dem aktiven Backmalz. So, und auch hier versuche ich jetzt wieder eine schöne glatte Oberfläche zu erzeugen. Mal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel. So. Ja, das sieht gut aus, das passt schon so. Ich verkünste mich da immer. Das liegt aber wirklich nur daran, wenn ich die Videos für euch mache, wenn ich das so backe. Zack, klatsch ich das hin. Aber das Wichtigste bei dem selbstgemachten Brot ist doch einfach der Geschmack. So, ich habe hier eine Form. Das ist meine Auflaufform. Die fette ich noch ein bisschen ein. Eine Riesenform für zwei kleine Toastbrote. Aber ich wollte es sicher gehen. Ein bisschen übertrieben, Emma. Aber macht ja nichts. Alles nur für euch. So. Die gebe ich jetzt da rein. Übrigens, der Backofen wird auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ich gebe noch eine Schüssel Wasser hinzu. Beim Hineinschieben der Brote besprühe ich es nochmal mit Wasser und circa 45 Minuten, dann habt ihr so ein fertiges Brot. Den Anschnitt, den zeige ich euch nachher auch. So, und jetzt einmal hier in der Kastenform. Wie das wohl wird, ihr dürft euch überraschen lassen. Und auch hier wieder der Teig. Der lässt sich so toll verarbeiten. Echt, also mal abgesehen davon, dass es richtig lecker schmeckt, der Teig ist auch wirklich toll zum Arbeiten. Also wenn ihr noch nie Toastbrot gemacht habt, dann könnt ihr entweder dieses Toastbrot machen, das flüssig ist mit Lievitomatre. Aber Backanfänger haben ja meistens diesen milden Sauerteig nicht. Von daher
wäre das andere vielleicht eine Alternative? Ich verlinke euch einfach nochmal meine Toastbrotrezepte oder vielleicht auch generell meine Brotrezepte für Anfänger. Ich habe da mal was vorbereitet. Die Playlist zeige ich euch mal am Ende des Videos. So eine gefettete Form. Und dann habe ich mir überlegt, damit man das besser sehen kann, backe ich die nicht hintereinander, sondern ich packe beide gleichzeitig in die Form hinein. Weil dann können wir jetzt wirklich final mal sehen, gibt es einen Unterschied mit Hefewasser, aktivem und inaktivem Backmalz. Wie ich schon erklärt hatte, aktives Backmalz ist da ja empfindlich. Es muss schnell gehen, damit ihr da Ergebnisse seht. Und vielleicht hilft das Lievitomatre ja mal. Gucken wir. So, hier nochmal ein bisschen zusammendrücken. Mach mal ein bisschen Platz, Kumpel. So. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen platt drücken bei beiden, soll ja fair sein. Vorgeheizter Backofen, Ober- und Unterhitze. Ab dafür. So, und wenn dir das Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch, aktiviere die Glocke, abonniere den Kanal, ganz, ganz wichtig. Und hier ist das Ergebnis. Wenn man will, kann man sich einbilden, dass das eine ein bisschen höher ist. Aber tatsächlich, durch das Hefewasser ist es kein Unterschied, ob ihr aktives oder inaktives Backmalz benutzt. So, wir schneiden es jetzt mal an und es ist zwar oben ein bisschen kross geworden. Tim Mälzer würde jetzt sagen, es hat Röstaromen, aber es ist richtig, richtig lecker und es sieht ein bisschen trocken aus, ist es aber überhaupt nicht. Es ist richtig schön geworden und wenn ihr das dann nochmal toastet mit so ein bisschen Butter und die schmilzt, dann reicht sogar nur so ein bisschen Kräutersalz oder ein bisschen Knoblauchbutter. Ach, das ist so, so lecker und ich bin schon sehr gespannt, wie es euch gelingt. Danke hier auch nochmal an meine Mitglieder, dass ihr mich so wunderbar unterstützt. Nur durch euch ist es möglich, dass ich hier immer solche Videos herstelle. Guckt mal, hier nochmal im Vergleich. Die sehen komplett gleich aus. Sind wir doch mal ehrlich. Ich danke euch fürs Zuschauen und sende euch ganz liebe und herzliche Grüße. Bin bald wieder zurück, eure Emma.